Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Disney Dreamlight Valley. Und wir erledigen in dieser Folge wieder ein paar Aufgaben. Die von Olaf, die ist schon angepinnt. Und ich würde sagen, wir quasseln gar nicht lange und gehen los. Wir haben die Sachen soweit alle dabei. Wir können alle Quests abschließen, außer die von Wolli. Da brauchen wir noch 5 schwarze Passionslilien. Da können wir ja dann nochmal in den eisigen Höhen vorbeilaufen und schauen, ob wir welche finden. Ne? Vorher gehen wir aber mal hier an den Brunnen. Hier können wir noch eine Dreamlight-Quest abschließen. Noch eine mit Gartenarbeit. Kaufe Samen auf den eisigen Höhen, abgeschlossen, baue Gemüse an, abgeschlossen, denn ich habe Gurken und Spargel angebaut, damit hier unser Beet bestehen bleibt, ne? Damit das nicht despawnt sozusagen. Und jetzt gucken wir nochmal nach dem Event, denn da habe ich ja soweit auch alles abgeschlossen, außer das mit Mickey. Da müssen wir ja einen Tag immer warten, bevor wir dann einen Schritt weiter kommen hier. Das heißt, die können wir erst in 4 Tagen abschließen. Genau. Aber die anderen, die schließen wir jetzt ab. Einmal 35 waren das. Jawohl. Dann hier 25. Nice. Ernte Himbeeren habe ich auch zwischen den Folgen erledigt. Genauso wie Geld gesammelt mit Edelsteinen vor allen Dingen. Und hier haben wir noch, schließe die Dreamlight-Pflichten ab. Das habe ich auch gemacht, ganz klar. So, dann sollen wir hier Kabeljau fangen. Bediene 3 Kunden im Chess Remy. Gib Dagobert seine Lieblingsgeschenke, okay. Mache ein Foto mit Mickey. Baue Aquamarine mit Dagobert ab. Okay. Wir können erstmal mit Olaf sprechen. Geben wir ihm gleich mal die Gegenstände. Wenn er einmal hier ist, let's go. Hallo. Hallo Olaf. Du hast es geschafft. Du hast den Lachs und alle Blumen gefunden. Hey, wusstest du, dass manche Blumen wirklich schlecht riechen? Aber nicht diese hier. Diese riechen großartig. Das wusste ich. Das wusste ich nicht. Ernsthaft? Wer weiß sowas? Das wusste ich. Wow, du weißt wirklich alles. Los, komm. Lass uns Mutter Gothel ihr Geschenk geben. Ich glaube, es wird ihr gefallen. Auf Wiedersehen. Sieh zu, wie Olaf das Geschenk Mutter Gothel übergibt. Hallo Mutter Gothel, wir haben ein ganz besonderes Geschenk für dich. Roher Fisch? Warum solltest du mir rohen Fisch geben wollen? Weil ich dachte, dass er dir gefallen würde. Wusstest du, dass Lachse ihre Farbe ändern und einen ausgezeichneten Geruchssinn haben? Wie schön für dich. Und jetzt geh und hör auf, mich mit nutzlosem Unsinn zu belästigen. Du darfst nicht in der Sonne bleiben, Schatz. Das schadet nur deinem Teint. Okidoki, wissen wir Bescheid, ne? Der hat ja seinen Permafrost, Woody. Ich bin so überrascht, dass mein Geschenk Mutter Gothel nicht glücklich gemacht hat. Ist er traurig, der Kleine, ne? Ich dachte, du würdest ihr die Blumen geben und gar den Lachs. Ich glaube, da ist etwas durcheinander geraten. Allerdings, jeden im Dorf glücklich zu machen, wird schwieriger, als ich dachte. Wir müssen es weiter versuchen. Du hast recht. Wir beginnen damit, diesen Strauß zu Scar zu bringen. Ich bin mir sicher, dass er ihm gefallen wird. Ich weiß nicht, ob Scar das gefallen wird. Keine Sorge, ich bin sicher, dass Scar sie lieben wird. Diese Blumen sagen für mich ganz eindeutig König des Dschungels. Oder zumindest eifersüchtiger Onkel des Königs des Dschungels.
Ich sollte Scar die Blumen bringen. Er kann ein wenig mürrisch sein. Aber sag ihm, dass sie von jemandem kommen, der ihn zum Lächeln bringen will. Sicher, ich treffe dich danach in der Nähe der Brücke zur sonnigen Ebene. Na, dann wollen wir mal schauen, hä? Das läuft doch garantiert schief. Wo ist denn Scar überhaupt? Okay, Scar ist hier hinten. Gut, wo ist der Brunnen? Der ist hier. Reisen wir gleich mal hier hin. Zack. Okay, der kommt hier vor. Gut. Dann ist es ja nicht weit. Da ist er. Der große Löwe mit der schwarzen Mähne. Komm mal her, mein Kleiner. Hör mir gut zu. Ich möchte dir einen Blumenstrauß geben. Oh, wie gut. Du bist es. Hey, Scar, ich habe ein Geschenk für dich. Ein zerlumpter Blumenstrauß? Du warst doch sicher nicht so dumm, sie selbst für mich zu pflücken. Sie sind von Olaf. Er will dich wirklich zum Lächeln bringen. Er dachte, sie würden dir gefallen. Der Gedanke zählt, richtig? Er will dich wirklich zum Lächeln bringen. Hm. Gib meine Wertschätzung für diese langweiligen Blumen weiter. Dann sage dieser kleinen Schneeskulptur, dass ich sie in Schneematsch verwandle, wenn sie mich noch einmal belästigt. Du darfst jetzt gehen. Wenn ich ihr das sagen hätte, nun, dann würden die Dinge hier anders laufen. Naja. So siehst du schon aus. So, wo ist denn Olaf jetzt? Ach, da ist er ja. Bei der Brücke. Könntest du mir helfen, bitte? Ich komme gleich. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Hat Scar der Strauß gefallen? Oh ja, auf jeden Fall. Das glaube ich nicht. Er hat ihn gehasst. Sehr sogar. Oh ja. Auf jeden Fall. Hm. Irgendetwas sagt mir, dass du nur versuchst, dass ich mich besser fühle. Das zeigt, dass du ein weiser und fürsorglicher Herrscher bist, dem die Gefühle seiner Bürger am Herzen liegen. Ja, du hast recht. Oh. Wow, es ist wirklich schwer, manche Leute glücklich zu machen. Ich wollte dem ganzen Dorf nur eine Freude machen. Olaf, irgendetwas passiert gerade. Ich denke, dass alles, was wir zusammen gemacht haben, eine neue Erinnerung entstehen lässt. Oh, danke. Das macht mich so glücklich. Aha. Machen wir mal ein tägliches Gespräch mit dem guten Bass. So, jetzt möchte ich aber die Erinnerung aufheben. Ah, guck mal. Eine neue Erinnerung, wie nice. Da ist es. Das fehlt dem Dorf noch. Aha. Geschichten. Vor dem Vergessen war ich der offizielle Geschichtenerzähler des Dorfes. Auf diese Weise habe ich dem Dorf Freude bereitet. Es gab auch mal eine große Bühne in den eisigen Höhen. Alle haben sich darum versammelt und wir haben Theaterstücke aufgeführt. In den eisigen Höhen gibt es keine Bühne. Sie muss während des Vergessens zerstört worden sein. Oh, wie traurig. Sei nicht traurig. Wir werden eine neue Bühne bauen.
Sie wird genauso gut sein wie die alte, sie wird sogar noch besser sein als die alte, sie wird wahrscheinlich nicht so schön sein wie die alte, aber ich werde mein Bestes geben. Sie wird sogar noch besser sein als die alte. Werden wir das? Vielen Dank. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wie wir die alte Bühne gebaut haben. Ah. Wir haben etwas Weichholz, Eisenbarren und Seil verwendet. Hm? Ich frage mich allerdings, woher wir den Vorhang hatten. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen könnte. Minnie, sie ist großartig in allen Arten von kreativen Dingen. Ja! Also gut, lass uns alle zusammentragen, die Bühne aufzubauen und wieder anfangen. Also gut, lass uns alles zusammentragen, die Bühne aufbauen und wieder anfangen, Geschichten zu erzählen. Okay, das haben wir alles da, das brauchen wir bloß zusammenbauen. Dann wollen wir mal. Ich fass es nicht, wie viele neue Freunde ich hier gefunden habe. Dann wollen wir mal. Oh. Hier ist eine Insel, auf der ich Zeit verbringe. Ich habe gerade keine Zeit, Maui. Ich muss eine Bühne bauen. So, wollen wir mal. Ja, wir müssen auch mal mit dem Renovieren des Hauses weitermachen. Aber alles zu seiner Zeit. Gut, Seile haben wir ja da, ne? Wir brauchen eigentlich bloß die Bühne zusammenbauen. Ja gut, Eisenbahn. Könnten wir gleich mal machen, alle, die wir können. Dann machen wir die Seile noch. Okay. Bah, beim Möbel wahrscheinlich, ne? Piratenkarte an der Wand. Genau, da war ich auch zwischen den Folgen bei unserem Prinzen gewesen. Am Strand, in seinem Strandanwesen, das wir auch umgebaut haben, beziehungsweise umgesetzt haben, in den Deko-Folgen. Wo ist jetzt die Bühne für unseren Olaf? Übersehe ich die wieder bloß? Eingebildeter Schneemann. Gute Frage. Wo haben wir denn? Bitte sagt mir mal ernst. Ach so, wir müssen mit Minnie sprechen. Alles klar. Dann hätte ich lange gucken können, ne? Und wir gehen mal zu Dagobert, um zu schauen, was der gerne haben möchte. Weil wir sollen ihm ja 5-mal sein Lieblingsgeschenk geben. Die salzige Seeluft ist herrlich. Und dann können wir uns ja auch gleich mal umgucken, denn ich habe ja zwischen den Folgen Geld gesammelt. Das Bett. 4600 nehmen wir gleich mal mit. Hallo. Oh. Freundlichen Dank. Was haben wir hier Schönes? Ja gut, die Couch gefällt mir jetzt nicht so, aber für 540 nehmen wir sie. Sei gegrüßt, Nachbar. Hey. Auf Wiedersehen und bis bald. Im Bestfall sammeln wir alle Gegenstände. Und das ist jetzt auch neu, wenn der Gegenstand weg ist. Da sind jetzt Münzen mit einem Schild oben, dass da nichts ist. Na, noch ein Bett, ne? Aber 689. Einen schönen Tag noch. Alles gut. Nehmen wir mit. Einfach so, weil wir es können. Sei gegrüßt, Nachbar. Gucken wir mal, was er für Geschenke haben möchte, ne?
Ein Peridot, Goldklumpen und gegrillte Gemüseplatte. Das kriegen wir doch hin. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, nehmen wir mit. Einen schönen Tag noch. Vom König der Löwen, Rafiki Schale. Rafiki ist der Affe, ne? Vom Anfang, der... Hey! Pavian oder was das ist. Freundlichen Dank. Hallo. Gut, den haben wir jetzt schon ein paar Mal. Den brauchen wir eigentlich nicht. Für 1000 brauchen wir den nicht. Aber die Fackel nehmen wir mit hier. Sei gegrüßt, Nachbar. Die können wir uns irgendwo ins Haus stellen auch. Freundlichen Dank. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ein schöner Tisch. Den nehmen wir auf jeden Fall. Hallo. Beistelltisch mit Klemme. Dieses Valley ist ziemlich toll. Das ist auch ein schönes Stück hier. Einen schönen Tag noch. Ein Kaffeewagen. Der macht sich bestimmt gut im Haus. Hey. Aber auch ziemlich teuer, ne? Freundlichen Dank. So, hier haben wir sicher irgendwie Tapete. Die sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Nehmen wir mit. Sei gegrüßt, Nachbar. Tapete mit dunkelgrauen, präzisen geometrischen Fliesen. Nehmen wir mit. Macht sich bestimmt gut an der Wand in einem Raum. Auf Wiedersehen und bis bald. Und den Stuhl nehmen wir auch gleich noch mit. So, was haben wir hier noch? Nichts für uns so wirklich, ne? Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Außer vielleicht das Hemd. Das könnte man... Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, mal mitnehmen. Einfach so, weil wir was können, ne? Oh! Auf Wiedersehen so, und bis bald. Weil wir das können. Den Hut, den haben wir doch schon, Leute. Sagt mir mal eins. Den haben wir doch schon. Ist das andauernd dasselbe, was wir hier kaufen können? Zum Ende der Folge öffnen wir auch wieder Säckchen. Hallo! Die Kette hier, ne? Mit der liebäugle ich. Quadratische Silberanhängerhalskette. Hm. Die nehmen wir mit. Können wir uns vielleicht gleich ummachen? Freundlichen Dank. Ich weiß nicht, ob die über dem Pullover ist oder unter dem Pullover. Weil wir hatten ja, glaube ich, auch eine Kette umgehabt, ne? So. Ach nee, komm, dann machen wir die lieber wieder um. Und jetzt ist der Pullover aber nicht mehr da. Möchte gerne den Pullover wieder anziehen. Oder wir ziehen gleich mal das gelbe Hemd hier an. Oder? Das Teil wollten wir uns noch mal anziehen, ne? Ja, nice, Leute. Wir lassen das jetzt einfach mal an. Das lassen wir mal eine Weile an und dann... Entscheiden wir uns wieder für was anderes. Das wäre ein perfekter Tag, um auf hoher See zu sein. Nice, das sieht nice aus, das Teil, ne? Mir gefällt's. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommis. Gut, den Rucksack lassen wir auch da und die Schuhe. Hm. Na komm, die nehmen wir mit. Vielleicht, vielleicht passen sie mal zu irgendwas. Braune Oxford-Schuhe. Nicht mal so schlecht, aber hinten ist eine Rose dran, ne? Ich glaube, das sind doch eher Frauenschuhe, aber gut. Ah! Wir schauen mal. Freundlichen Dank. So. Dann hätten wir das erledigt. Und wir gehen jetzt zu Mini. Wo ist denn die Gute? Die ist hier bei ihrem Haus, ne? Ist hier Minis und Mickys Reich, was wir gestaltet haben. Genau, da ist sie, oder? Ich würde so gern plaudern. Können wir machen. Oh, hallo Jens. Es ist so schön, dich heute zu sehen. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Hast du ein paar Vorhänge übrig, die du entbehren könntest? Sie sind für Urlaub. Wir bauen eine Bühne. Eine Bühne? Oh, wie aufregend. Ich weiß, ich freue mich schon drauf. Olafs Theaterstücke anzusehen
bei Olafs Theaterstücken zu helfen, in Olafs Theaterstücken mitzuspielen und alle mit meiner unglaublichen Schauspielkunst zu beeindrucken. Oh, ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Heute ist dein Glückstag. Ich habe gerade ein paar neue Vorhänge von Onkel Dagobert abgeholt. Und ich habe ein wenig zusätzlichen Stoff. Okay. Danke, Minnie. Tschüss. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Stelle den Gegenstand Bühne her. Wir könnten noch eine andere Mütze ummachen, ne? Die passt, glaube ich, nicht so richtig. Die Hose irgendwie auch nicht, aber gut. Wir können ja mal schauen, wenn wir die Bühne fertig haben. So. Hier ist er nicht. Sicherlich beim Möbel, ne? Ah ja. Da haben wir das gute Stück. Stellen wir her. Let's go. Sehr schön. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir uns vielleicht noch mal ein bisschen umziehen, passend zur Jacke. Vielleicht einen anderen Hut. Ja, den Piratenhelm, das passt, glaube ich, nicht, ne? Wie sieht's mit dem Hut aus? Ja, wir stehen gerade ein bisschen ungünstig. Vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich glaube, die Mütze hier passt besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, den Helm, den wollen wir uns nicht umsetzen, dann sehen wir ja das Gesicht nicht. Das möchte ich nicht unbedingt. Gut, eine andere Hose vielleicht noch. Ja, ich muss mich mal irgendwie anders positionieren hier. Ey, das sieht auch nicht nach nichts aus. Das fetzt nicht, glaube ich. Obwohl, so blöd ist es gar nicht, ne? Aber wir gucken noch mal. Können wir uns eigentlich auch eine Hose selber herstellen? Ne, eine Hose geht nicht, ne? Bloß Jacken, Kleider, Mützen und Rucksäcke. Aber Hosen gehen scheinbar nicht. Schade eigentlich. Na gut. Nee. Ja, ich glaube, das ist schon besser. Nee. Die hier? Ja, ich glaube, die ist ein bisschen besser, ne? Ich glaube, die ist ein bisschen besser. Schuhe? Dann lieber doch die, oder? Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt.
Gut, dann lassen wir das so. Und dann gehen wir jetzt die Bühne zu Olaf bringen. Wie gefällt euch das Outfit, Leute? Schreibt das gerne in die Kommentare, ne? Ich weiß, die Geister werden sich scheiden dabei, aber... Oder die Geschmäcker, die werden sich auch unterscheiden dabei, ne? Besser gesagt. Wo ist denn Olaf? Ich laufe wahrscheinlich... Nee, ich laufe nicht in die falsche Richtung. Das war intuitiv die richtige Richtung. Möchtest du dies weitergeben? Jawohl. Oh gut, du bist hier. Wow, sehr beeindruckende Handwerkskunst jetzt. Aber wir sollten die Bühne erst aufbauen, wenn wir bereit sind, die Show zu beginnen. Jetzt, da wir einen Ort haben, an dem wir Geschichten erzählen können, müssen wir nur noch Geschichten finden, die wir erzählen können. Macht dir keine Sorgen, das Dreamlight Valley ist voller Geschichten. Ich weiß, dass wir eine finden werden, die spannend und actionreich ist, die verträumt und romantisch ist, die beängstigend und abschreckend ist. Die spannend und actionreich ist. Ich schwanke zwischen den beiden. Wir nehmen das hier, die verträumt und romantisch ist. Oh. Du meinst wie die Geschichte eines tapferen, strengen Rentierkönigs, der eine Akt... Du meinst wie die Geschichte eines tapferen, strengen Rentierkönigs, der einen Akt wahrer Liebe vollbringt? Ich mag solche Geschichten. Ich werde darüber nachdenken und dir Bescheid geben, wenn ich bereit bin, damit anzufangen, Jens. Oh, danke. Das macht mich so glücklich. Sehr gut. So, jetzt ist er wahrscheinlich bereit. Hallo, ich bin's, Olaf. Jens, genau die Person, die ich sehen wollte. Wie wär's, wenn du mir hilfst, eine Geschichte zu erzählen? Jens, genau die Person, die ich sehen wollte. Wie wär's, wenn du mir hilfst, eine Geschichte zu erzählen, die alle Dorfbewohner von ihren Hockern reißt? Natürlich, wie kann ich helfen? Naja, ich habe überall nach einer tollen Geschichte gesucht, die ich erzählen kann. Zuerst habe ich mit einem sehr freundlichen Eichhörnchen gesprochen, dann mit Wolli und danach mit Merlin. Was hat dir das Eichhörnchen erzählt? Oh, es machte ein lautes, kreischendes Geräusch und rannte davon. Oh. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie diese Geschichte bei unserem Publikum ankommen wird. Was hat Wolli dir mitgeteilt? Er sagte, ui. Er redet nicht viel. Was hat Merlin dir gesagt? Nun, Merlin kennt immer die besten Geschichten. Wahrscheinlich, weil er magisch ist und außerdem der älteste Mensch, den ich kenne. Er hat mir erzählt, wie du gegen das Vergessen kämpfst und ich habe beschlossen, dass das unsere Geschichte ist. Die Legende von Jens. Na super. Du willst ein Stück über mich aufführen? Gute Idee, ich bin ziemlich genial. Das sollte funktionieren. Aber ich bin langweilig. Nee, das sollte funktionieren, ne? Puh, ich dachte schon, du würdest den plötzlichen Ruhm nicht wollen, der mit dem Thema unserer epischen Geschichte einhergehen wird. Okay, ich bin ganz Ohr, Jens. Bitte erzähl mir von deinen Heldentaten. Lass keine Details aus. Also gut, es begann alles, als ich unter einem Baum einschlief und... Oh. Warte, warte, wir brauchen unbedingt einen Snack für die Geschichtsstunde. Ein Snack? Worauf hast du Appetit? Oh, als Schneemann brauche ich nicht zu essen. Ich denke nur an dich. Vielleicht kannst du Remi fragen. Er kennt sich mit leckerem Essen aus. Ich wette, er kennt den perfekten Snack für die Geschichtsstunde. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Okay. Gut, Leute. Wir gucken mal, dass wir für Dagobert die Sachen noch parat machen und dass wir ihm die Sachen noch bringen. Wir müssen reden. Was wollte der noch mal haben? Wir gehen am besten noch mal gucken, ne? Sonst vergesse ich doch wieder die Hälfte. Wo ist denn der jetzt? Da ist er ja. Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Guten Tag, Jens.
gegrillte Gemüseplatte, Peridot und Goldklumpen. Kriegen wir hin. Freundlichen Dank. Peridot, Goldklumpen und gegrillte Gemüseplatte. 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 Peridot. Goldklumpen. Und gegrillte Gemüseplatte. So. Also. Da haben wir es gleich. Das ist eigentlich das Leichteste, was es gibt, ne? Mit das Leichteste. Können wir gleich noch eine Dreamlight Quest einsammeln. Einen schönen Tag noch. Ich habe etwas für dich. Ein Goldklumpen. Ich habe etwas für dich. Gegrillte Gemüseplatte. So, dann habe ich noch was für dich. Und zwar den Peridot. Gut, haben wir alles gegeben? Dann können wir die Quest erst am neuen Tag weitermachen. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Wir gehen jetzt erst nochmal in Chess Remy und versorgen drei Kunden, waren das, glaube ich. Entweder drei oder fünf, aber ich glaube drei. Mit Essen. Mit ihrem Wunschessen. So, der will einen Meeresfrüchtesalat. Das sind dann aber unsere Zutaten, die da genommen werden, ne? Nicht hier aus dem Restaurant. Meeresfrüchte, Salat will haben, ne? Ah, hier, Meeresfrüchte, Salat. Uns fehlt Salat, das ist ja übel. Das ist übel. Was will Vienna? Eine Konfitürenwaffel. Erdnussbutterwaffel, Konfitürewaffel. Das haben wir scheinbar alles da. Neues. Wenigstens schon mal ein. Du hier! Großartig! Denn wir haben viel zu tun! Ich habe deine Bestellung. Gut, einen haben wir schon mal. Auf Wiedersehen! Wo gab's denn Salat, Leute? Ich weiß das gar nicht mehr. War das am Strand gewesen? Nee, hier gibt's Salat. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, dann kaufen wir gleich mal Salat. Kaufen wir mal 10 Stück. Und dann kaufen wir uns auch gleich ein paar Samen. Vielleicht 20. So.
Meinetwegen. Dann können wir das... Ich bin so froh, dass wir befreundet sind. Den Meeresfrüchtesalat auch noch zurecht machen. Genau, Christoph war das. Ist der nicht unter Salate? Okay, hier ist er. Sehr gut. So, und weiter ist ja auch im Moment keiner, den wir bedienen können. Hallo. Hallo Christoph, ich habe deine Bestellung. Ja! Ich weiß das sehr zu schätzen. Gern geschehen. So. Gut, wir haben Dagobert versorgt. Was gehört noch zu den Quests hier? Ein tägliches Gespräch mit Mickey, das dauert auch noch ein bisschen. Bediene 3 Kunden, einer fehlt noch. Fange Kabeljau, mache ein Foto mit Mickey. Und baue Aquamarina ab. Na, das machen wir wieder zwischen den Folgen. Mit Dagobert zusammen sollen wir das ja machen. Wo ist denn Mickey? Das Foto können wir ja noch machen. Der ist hier unten bei der Treppe. Hier hinter der Hecke. Ach, da ist er ja. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Na, das ist doch das, was wir im... Genau, das ist der Anzug, den wir im Sack hatten. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Yo, Miggy, wir wollen ein Foto mit dir machen. Da brauche ich eigentlich gar nicht mit dir quatschen. Warte. Ich hol die Kamera raus. Hm. So ist besser, ne? Ich glaube, so ist besser. Ich hätte Pua auch gerne mit oben, ne? Ein Foto mit Mickey gemacht und dann würde ich sagen, öffnen wir noch ein paar Säckchen oder wir können alle öffnen, ne? Ich kann in die Zukunft sehen, also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Wir haben auch unter anderem neue gefunden, als ich in der eisigen Ebene aufgeräumt habe. So, Säckchen. Nehmen wir uns alle und machen die jetzt auf. So. Ovaler weißer Schreibtisch. Nice. Oh, ein herrschaftliches Bücherregal mit Grünzeug. Nicht schlecht.
Eine schwarze L-Kücheninsel mit weißer Marmoroberfläche. Auch nicht schlecht. Wir wollen uns ja eine richtige Küche dann einrichten, ne? Haben wir genug Platz hier im Haus? Zerzaustes Kurzhaar. Nobles türkisfarbenes Einzelbett. Das haben wir uns, glaube ich, gekauft, ne? Weiß ich gar nicht. Da müssten wir das jetzt zweimal haben. Oh, was ist das? Grauer Neoprenanzug. Ah ja, weiß ich nicht. Ob ich den anziehen möchte. Rosalinernes, langärmeliges Kleid. Das ist nichts für uns als männliche Figur. Manche Männer ziehen natürlich auch Kleider an. Ist ja nichts Schlimmes, aber hier in dem Spiel werden wir das, denke ich, nicht machen. Außer ihr wollt das unbedingt. Dann schreibt es mir natürlich in die Kommis, ne? So. Gut, und wir machen Feierabend, Leute. Ich werde mir zwischen den Folgen den Dagobert schnappen und Edelsteine abbauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und zeigt es mir damit. Kommentiert gerne, abonniert gerne. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.